Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute geht es nach Dubai. Wir waren nämlich auf Hochhäusern unterwegs in Dubai und haben dort fotografiert. Richtig coole Sache. Ich kann euch nur empfehlen, euch dieses Video anzuschauen. Und es wird natürlich am Ende des Videos noch die Gewinnspielauslosung geben von dem Loopdeck CT im Wert von 500 Euro. Dort konntet ihr mitmachen bis heute. Und es wird aber auch direkt ein neues Gewinnspiel geben. Heute kann man ein Stativ gewinnen im Wert von fast 300 Euro. Also ich wünsche euch ganz viel Glück und ich hoffe natürlich, dass euch das Video jetzt gefallen wird. Also viel Spaß! Wir fahren heute auf ein Hochhaus in Dubai Marina. Ich bin mega gespannt drauf, weil ich liebe es, auf Hochhäuser raufzugehen und die Stadt von oben zu fotografieren. Und wir haben jetzt gerade eben die Bestätigung bekommen, dass wir auf dieses Hochhaus rauf dürfen. Und es sind noch anderthalb Stunden bis Sonnenuntergang. Heute ist es aber tatsächlich so, dass wir relativ viele Wolken in Dubai haben. Sehr, sehr selten. Deswegen bin ich noch gespannter, weil wir wahrscheinlich einen richtig dramatischen Himmel bekommen werden. Wir haben um 17 Uhr den Termin, da dürfen wir auf das Hochhaus rauf, beziehungsweise auf das Hotel. Jetzt ist es 16.10 Uhr. Ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig, weil wir müssen jetzt noch zwei Stationen Metro fahren und dann in Marina noch eine ganze Weile rumlaufen. Hoffentlich klappt das. Alles ziemlich zeitstressig hier gerade. So Leute, wir sind im Hotel angekommen, jetzt geht's nach oben. Ich habe hier gerade mit dem Menschen gesprochen, der uns hier nach oben lässt. Super freundlicher Typ. Einfach eine schnelle E-Mail geschrieben. Innerhalb von ein paar Stunden hatte ich die Antwort. Und jetzt können wir tatsächlich hier auf den Rooftop in Dubai Marina. Mega cool, ich bin so gespannt, wie das Ganze jetzt aussehen wird gleich. Oh. Wow. Mega coole Aussicht. Ich bin gerade richtig happy. Neuer Rooftop in Dubai entdeckt. Ich freue mich immer mega, wenn ich auf einem neuen Rooftop bin und wenn die Aussicht so geil ist. Ey, ohne Witz, das ist richtig klasse. Hier bin ich hier oben. Aber was will man erwarten im 39. Stockwerk? Was schätzt ihr, wie viele Meter wir gerade hier oben sind? 120? Bestimmt, oder? Ich glaube, irgendwie so in die Richtung werde ich meinen ersten Bildausschnitt machen. Ein bisschen weiter nach oben. Ich habe ja auch noch dann etwas größeres Weitwinkel fürs Fotografieren mit dabei. Aber ich glaube, so in die Richtung wird der erste Shot auf jeden Fall sein. Man kann halt auch hier diese Häuserschluchten und so weiter, hier die Straßen im Hintergrund, das kann man halt alles fotografieren. Wir haben ja wie gesagt 360 Grad, also ich meine, man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Gut, das Haus hier, das blockt so ein bisschen. Aber grundsätzlich kann man auch in diese Richtung hier was Schönes machen. Das ist übrigens die Marina Mall da unten. Sehr großes Einkaufscenter. Vor allem das Geile ist, wir haben hier eine 360 Grad Aussicht. Das heißt, wir können hier einmal komplett drumherum laufen. Da hinten zum Beispiel ist die Palmeninsel. Boah, es ist unfassbar. Und vor allem, man kann hier halt direkt runter fotografieren, runter filmen. Ganz ehrlich, ich habe diese Location jetzt ehrlich gesagt noch nicht oft gesehen bei irgendwelchen Fotografen, Instagrammern und so weiter. Also die scheint noch nicht ganz so bekannt zu sein. Hat mir auch gerade der Mensch erzählt, der uns hier rauflässt. Immer
so viele Leute jetzt schon bei den Instagram-Stories gefragt haben, welches Stativ ich hier in Dubai mit dabei habe, denn das ist ja nicht das, was ich normalerweise benutze. Ich bin auf ein Reisestativ umgestiegen, einfach um ein bisschen leichter zu reisen. Und dieses Stativ hier ist von K&F Concept. Die genaue Bezeichnung blende ich dir unten in dem Video nochmal ein, ist ein bisschen schwierig sich zu merken. Aber dieses Stativ ist wirklich richtig cool, denn es ist besonders leicht, es lässt sich aber sehr weit nach oben ausfahren. Ich habe hier insgesamt 1, 2, 3, 4 Mal die Möglichkeit, meine Beine weiter auszufahren. Und außerdem habe ich noch eine Mittelsäule, die ich auch zweimal nach oben ausfahren kann. Bei der Mittelsäule ist natürlich immer so eine Sache, irgendwann wird das Ganze relativ instabil. Und gerade wenn man so ein leichtes Stativ mit dabei hat, dann ist die Mittelsäule eigentlich immer am besten drin zu lassen, empfehle ich immer. Aber wenn es nicht anders geht, kann ich das Stativ tatsächlich wirklich so hoch bringen, dass meine Kamera auf Augenhöhe mit mir ist und ich bin 1,81 Meter groß. Und falls du dich jetzt fragst, warum jetzt hier so ein großer Kugelkopf drauf ist, das ist jetzt hier tatsächlich der Kugelkopf, den ich normalerweise auf meinem Really Wide Stuff drauf habe. Denn den kleinen Kugelkopf, den ich hier drauf habe, den habe ich jetzt gerade mal hier auf mein Mini-Tischstativ draufgeschraubt, weil ich jetzt hier gleichzeitig mit meinem Handy noch eine Timelapse mache, um die ganze Szenerie hier noch so ein bisschen einzufangen. Aber grundsätzlich funktioniert das natürlich auch mit einem großen Kugelkopf. Man kann da jeden Kugelkopf draufschrauben, den man auch zu Hause hat. Das heißt, man muss nicht immer beides neu kaufen, sondern wenn du jetzt nach einem Stativ suchst, was klein und handlich ist, kauf dir einfach nur das Stativ und schraub deinen eigenen Kugelkopf drauf. Es sieht jetzt hier an der Stelle vielleicht ein bisschen Overkill aus. Ich habe dieses Stativ freundlicherweise von der Firma K&F Concept zur Verfügung gestellt bekommen. Ich kriege jetzt hier kein Geld dafür, dass ich das sage, aber ich habe gesagt, wenn wir jetzt hier so ein Video darüber machen, dann wenigstens mit einem kleinen Gewinnspiel für euch. Das heißt, ihr könnt unten in die Kommentare mal reinschreiben, wenn ihr dieses Stativ gewinnen wollt und dann seid ihr automatisch in der Verlosung mit dabei. Ansonsten habe ich auch nochmal alle Links, wo man die Produkte von K&F Concept kaufen kann, unten in die Videobeschreibung gepackt. Oh mein Gott, Leute, wir sind soweit fertig mit dem Shooting. Also die blaue Stunde ist jetzt fast durch. Ich habe unglaublich viele Fotos gemacht und ich bin mega begeistert von diesem Rooftop. Also wirklich, ich habe selten so eine geile Aussicht gesehen. Also es gibt einige richtig geile Aussichten hier in Dubai, aber das ist auf jeden Fall eine neue, die ich jetzt entdeckt habe, die richtig, richtig geil ist. Wir packen jetzt so langsam zusammen, werden dann noch nach unten gehen, ein bisschen was essen, den Tag ausklingen lassen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Das war's mit diesem Video. Jetzt geht's noch zur Gewinnspielauslosung und lass uns mal direkt reinschauen, wer gleich gewinnen wird. Ich habe jetzt hier schon die YouTube-URL wieder eingegeben in den Zufallsgenerator. Sage auch, dass ich Leute, die mehrmals kommentiert haben, natürlich nur einmal drin habe. Und jetzt schauen wir mal, welcher Gewinner hier insgesamt ermittelt wird. Wir haben 358 Kommentare, also sehr, sehr cool. An dieser Stelle herzlichen Dank. Und jetzt müssen wir hier weiter runter und den Zufallsgenerator starten. Schauen wir mal, wer dabei rumkommt. Und der Gewinner ist Thomas Bergbold. Danke, Stefan. Ich möchte gerne am Gewinnspiel zum Loot Deck teilnehmen. Lieber Thomas, du hast gewonnen. Ich wünsche dir alles Gute mit dem neuen Loop Deck CT im Wert von 500 Euro. Schreib mir einfach mal eine E-Mail, damit ich dich kontaktieren kann, beziehungsweise damit wir dann die Adressen austauschen können. Und dann bekommst du hoffentlich so schnell wie möglich das neue Loop Deck zugeschickt. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und ich hoffe, das ist für dich ein kleines extra Weihnachtsgeschenk. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ihr könnt mich auch weiterhin noch unterstützen bei meiner Instagram-Challenge, denn ich möchte bis zum Jahresende 10.000 Follower erreichen. Mir fehlen im Moment so um die 370 Leute noch. Von daher, es wird ein bisschen knapp, aber ich hoffe trotzdem, dass wir es noch schaffen. Deswegen nochmal hier der Aufruf, falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann tu das sehr gerne. Ich heiße dort StefanSchäfer90. Würde mich sehr freuen, wenn du mir auch dort folgen würdest und ich es vielleicht noch schaffe, bis zum Jahresende die 10.000 zu knacken. Du kannst auch gerne
in deine Story mal mein Profil posten oder so, würde mich sehr, sehr freuen. Ich versuche alles zu reposten und dann hoffe ich natürlich, dass wir beide davon ein bisschen was haben. Also, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.